Freunde, da euch mein Video vor 2 Wochen so gut gefallen hat mit dem glühenden Messer, geht es in die 2. Runde. Ich erhitze mein Messer von der Tupperware auf geschätzte 1000 Grad. Und wir werden sehen, was wir damit heute alles schneiden werden. Ich denke, es ist heiß genug. Ich habe hier lecker Schokowaffeln. Wir fangen mit leichten Sachen an. Die Waffeln sind überhaupt kein Problem für das Messer. Round 2. Milch mit Gelatine. Ich baue mir eine eigene Pyramide. Milch rein. Gelatine rein. Kräftig rühren. Es geht durch, als ob es auf gar keinen Widerstand trifft. Wir haben gesehen, was mein Vakuumgerät mit einem Dickmann anstellen kann. Aber mein Messer zerstört diesen Dickmann komplett. XXL Aqualinus. Der Link, wo man die sehr günstig bekommt, ist in der Beschreibung. Schaut mal, wie das Messer glüht. Sieht einfach klasse aus. Bei Licht sieht es leider nicht mehr so heiß aus. Die Aqualinus weinen. Die armen Dinger. Erinnert ihr euch an das Video, wo ich Aqualinus in der Bratpfanne gehabt habe? Wie die rumgeschrien haben. Ich denke, mit dem Messer habe ich diese genug gequält. Lasst es uns mal mit dem Gasbrenner fortsetzen. Und jetzt kommt was Besonderes für die Abonnenten, die die glühende Metallkugel vermisst haben. Ich erschaffe mir wieder eine Gelee-Pyramide, diesmal aus Saft. Ordentlich umrühren. Da sieht man, wie schlecht ich gerührt habe. Aber naja. Schaut mal, wie es wackelt. Ich sollte vielleicht Architekt werden bei solchen Pyramiden. Freunde, habt ihr das Teil vermisst? Messerexperimente sind cool, aber nichts geht über die Jumanji-Kugel. Oh, die Gelatine ist zu weich. Die hat gar keine Chance. Schaut mal, wie im Dunkeln die Kugel noch leuchtet. Einfach krass. Freunde, als Dankeschön an euch verlose ich bis Ende der Woche einen Amazon-Gutschein unter den Abonnenten. Jeder Abonnent nimmt automatisch daran teil. Und ansonsten macht Papa für euch weitere coole Experimente. Bis dann, ciao.